Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Kornab. Wir schauen uns jetzt das Zaslor Pack an in der Version 1.0 vom Modder Karastan oder Kastan 18. Nagel mich nicht drauf fest, das ist alles ein bisschen polnisch, deswegen in der Version 1.0 gibt es nur für PC bzw. Mac. Das Ganze findet ihr in der Kategorie Werkzeuge und dann Anhänger. In diesem Pack enthalten sind diese ganzen schönen Trailer hier. Insgesamt sind es vier Stück, prinzipiell untergeteilt zwischen Klein und Groß und Drehschemel und Tandem-Anhänger. Wir schauen uns jeweils mal eine Kategorie an. Hier haben wir den D73-7AA/12 mit 15.000 Liter Vollvolumen für 20.300 Euro bzw. 1.035 im Leasing. Normalerweise 19.000, aber hier kommt einmal die Farbe, die standardgemäß schon eingestellt ist, plus 800 und die Abdeckung plus 500 mit dazu. Ja, prinzipiell haben wir mit Reifenvarianten in Abdeckung zwei Config-Möglichkeiten, einmal Standardreifen und Breitreifen und einmal Abdeckung ja bzw. Abdeckung nein. Hauptfarbe kann geändert werden von grün in red in orange, genauso wie die Felgenfarbe noch geändert werden kann in silber, silber 2, black, black 2 und silber 4. Ja, dann gibt es das Ganze noch als größere Version mit 18.000 Litern, aber selbes Spiel wie immer, 22.000 Anschaffung. Und dann gibt es das Ganze noch als Tandem-Version für 15.000 Liter oder auch 18.000 Liter. Und da sind die Preise dementsprechend etwas höher. Ihr seht, alles könnt ihr laden, was im LS so vorhanden ist, bei Multifrucht-Maps in dem Falle dann logischerweise auch. Ich habe das Ganze dann mal hier schon mal freundlicherweise aufgestellt. Erst die Drehschemel-Varianten, dann die Tandem-Varianten. Unterscheiden sich in dem Falle halt nicht, außer halt mit dem Aufbau. Die Nickel-Qualität ist an sich sehr, sehr gut. Ja, also es gibt zwar hier, sieht man so Unschärfe, wenn man hier ein bisschen näher rangeht, auch etwas. Aber prinzipiell, wenn man sich das hier so anschaut, das ist gestochen scharf. Genauso wie hinten hier das 40 km/h-Ding. Das wiederum halt nicht, wie gesagt, so... Ein paar kleine Ausflüchse gibt es da, aber ansonsten ist prinzipiell die Nickel-Qualität sehr, sehr gut. Auch hier die Plane, die ist natürlich jetzt nicht fest, aber hier drin, ne, klitscht man nicht raus. Das passt alles, wenn man hier mal ein bisschen untertaucht, sieht das auch gut aus. Kann man nichts sagen. Hinten ist noch, hoppala, Kennzeichen dran, polnisches Kennzeichen, genauso wie Möglichkeiten, mehrere Trailer hintereinander zu stecken. Lichtanlage logischerweise, ja, Kornschieber fürs Abladen sehen wir dann später. Reifen. Sehen soweit auch okay aus, beziehungsweise hat man halt wiederum ein bisschen Pixelbrei mit dran. Aber tendenziell ist das alles soweit okay. Ja, habe ich schon mal hier vorbereitet. Ich habe den Tandem genommen, den großen. Ihr seht, wird hinten über Kugelkopf mit dran gemacht. Deine Macaws sind mit verbaut. Prinzipiell achtet mal drauf. Ne? Ist auch animiert hier. Das zum Abstützen. Das ist eine schöne Sache. So, ansonsten machen wir mal an. Blinker funktionieren, genauso wie... Die Abstandshalter hinten und Bremslichter, alles kein Problem. Mit N könnt ihr dann die Abdeckung aktivieren bzw. deaktivieren. Und dann fahren wir hier einfach mal unten drunter. Lassen wir ein bisschen Weizen rein. Und dann testen wir mal die Abgib-Animation und alles, was halt so dazugehört. Plane passt soweit auch. Ja, seht ihr hier, zack, wenn es drüber geht. Glitscht leider ein bisschen was raus, wie man hier sieht. Das ist noch ein bisschen suboptimal, müssen wir vielleicht die Plane nach unten nochmal fixen. Aber ohne Abdeckung ist es in Ordnung, mit Abdeckung glitzt es leider etwas durch. So, drehen wir einmal hier rum. Öffne das F1-Menü und da haben wir hier einmal Abkippseite hinten, links, rechts und Kornschieber. Wir fangen mit Kornschieber an. Ah, da beginnt die Ablader-Animation etwas zu früh, beziehungsweise die glitscht hier oben heraus, ein bisschen zu hoch. Aber okay, dann einmal nach hinten. Auch da beginnt die Abgib-Animation leider schon viel zu früh. Sieht gar nicht so geil aus. Dann haben wir einmal links. Auch da prinzipiell das Problem, beginnt sie zu früh. Und dann haben wir noch einmal rechts. Ah, bei rechts geht. Rechts geht. Kann auch daran liegen, dass nicht mehr so viel drin ist. Aber rechts geht auf jeden Fall. Gut, also prinzipiell ist sie schon mal mit vorhanden. Aber sie startet leider zu früh. Könnte man vielleicht nochmal zeitlich ein bisschen anpassen. So, Lok sieht einmal so hier aus. Kann ich auch nicht scrollen. Also oben beginnt, sondern so zack nach unten. Lokfehler frei, gibt es keinerlei Probleme.
Wunderbar. Gut, dann findet ihr den Download-Link inklusive der Bewertung in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Lasst einen Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski.